Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Hallo. Sie sind wahrscheinlich der Testgegner mit der weitesten Anreise nach Pampo. Sie kommen aus Damaskus, Duma oder Al-Hasaka in Syrien. Mittlerweile sind sie nach langer Flucht vor dem Krieg in Schwerin angekommen und freuen sich auf ein Stück Normalität. So normal wie ihre Lieblingsvereine in Deutschland. Hier, Munich. München. Demnächst zählt wahrscheinlich auch der MSV Pampo zu den Lieblingsvereinen der Flüchtlinge. Per Zufall traf Trainer Ronny Stamer auf Petra Künzer, die ihrerseits Kontakt zu den Flüchtlingen in Sternbuchholz hatte. Dort kickten die Hobbyfußballer schon länger zusammen. Was ihnen fehlte, war ein ernstzunehmender Gegner. Kurzerhand organisierten die Pampoer das Freundschaftsspiel. Ja, man sieht ja, dass das für die schreckliche Ereignisse sind in der Vergangenheit. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das natürlich hier machen, auch als Verein MSV Pampo, dem mal die Möglichkeit bieten, zumindest über 90 Minuten mal einige Sachen zu vergessen. Schnell wurde klar, ein Duell auf Augenhöhe war die Partie nicht. Zu überlegen die frisch gebackenen Landespokal-Halbfinalisten. Das allerdings war keine Überraschung, denn, und hier kommt wieder die harte Realität ins Spiel, das Flüchtlingsteam aus Sternbuchholz musste die eigene Mannschaft kurzerhand umbauen. Ein bisschen schade, dass so eine eingespielte Truppe so ein bisschen auseinandergerissen wurde, weil 6-7 Spieler vorgestern die Unterkunft verlassen mussten. Deswegen waren sie natürlich ein paar neue dabei und das hat man natürlich auch gemerkt. Aber hier ging es ja nicht ums Ergebnis, sondern ging um die Sache, sag ich mal, dass wir ihnen eine Möglichkeit bieten, hier mal auf unserer Anlage mal Spaß zu haben und dass wir zeigen wollen, halt, dass wir auch helfen können. Sie ärgerten sich über jedes Gegentor, als wären sie mitten in einem Punktspiel und trotzdem landete immer wieder ein Lächeln auf dem Gesicht der Gäste. Besonders bei Gastgeschenken wie diesen hier. So ganz chancenlos war die bunt zusammengewürfelte Truppe also doch nicht. Am Ende hatten alle irgendwie den Überblick über den Spielstand verloren, wahrscheinlich auch, weil dieser an diesem regnerischen Fußballabend gar nicht im Mittelpunkt stand. Was zählte? Einfach mal rauskommen und Spaß haben. Very fun, very fun. Danke. Eine Aktion mit Vorbildcharakter. Nirgendwo ist es wahrscheinlich leichter, Brücken zu bauen als beim Sport. Der MSV Pampo will in dieser Hinsicht auch am Ball bleiben. Man darf nicht vergessen, dass wir in den eigenen Reihen halt eben auch mehrere Nationalitäten haben. Und es für uns ja auch wichtig ist, weil wir auch von diesen Spielern abhängig sind. Und insofern ist es für uns natürlich klar gewesen, dass wir da auch helfen werden und auch in Zukunft helfen werden. Für den Verbandsligisten geht es demnächst um den Einzug ins Landespokalfinale und damit um den vielleicht größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Wohin es für die Flüchtlinge in Zukunft geht, ist noch völlig offen. An diesem Abend konnten sie sich aber schon mal richtig zu Hause fühlen. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.